Jo, liebe Leute, Theo hier. Heute ein ganz, ganz besonderes Video. Und zwar ein Video, was von Herzen kommt. Und zwar will ich euch meine drei Spiele vorstellen, die mich neben Nintendo und Mario, Donkey Kong und den ganzen Kram auch in meiner Kindheit begleitet haben. Und wenn ihr Bock habt auf weitere Spiele, die einfach richtig Spaß machen, die euch unterhalten und die wie Mario sind, dann bleibt jetzt dran. Jetzt stelle ich euch nämlich meine Spiele vor aus meiner Kindheit, für mich auch genauso an der Seite waren wie Mario die ganze Zeit in meiner Kindheit oder Pokémon. Und zum Schluss stelle ich euch sogar noch mein Lieblings-Videospiel vor. Von allen Videospielen, die es gibt, die ich gespielt habe, stelle ich euch mein Lieblingsspiel am Ende des Videos vor. Deswegen bleibt dran, Leute. Ich würde sagen, wir fangen an. Viel Spaß! Und zwar auf Platz 3 haben wir Crash Bandicoot. Ihr wisst wahrscheinlich schon wegen meinem Avatar, dass ich ziemlich großer Crash Bandicoot-Fan bin. Und das war ich auch schon immer. Also ich mag die alte Trilogie von Naughty Dog, sowie auch Crash Bash, diesen Mario Party-Klon. Und auch Crash Team Racing, was ja eher so ein Mario Kart-Klon war. Der aber wirklich ziemlich gut und eigenständig auch immer noch richtig geil war. Und zwar die alte Jump'n'Run Crash Bandicoot-Trilogie, Leute. Wie geil ist das? Mir ist klar, dass es keine richtige offene Welt ist. Und deswegen ist meiner Meinung nach auch Mario 64 und allgemein Mario immer noch ein Stückchen weiter vor als Crash an sich. Ich liebe das Crash-Universum an sich, ich liebe die Charaktere. Es ist halt so, dass man eine kleine Hub-World hat und in die verschiedenen Welten geht. Dort muss man Kristalle, Edelsteine und Kisten zerstören und es macht einfach richtig viel Spaß. Ich kann es jedem von euch nur ins Herz legen und Crash Bandicoot für die Switch ist ja jetzt auch bald am Start. Deswegen könnt ihr es auch, wenn ihr eine Switch habt, jetzt bald zocken. Die Trilogie remastered, natürlich die alte Trilogie für die PlayStation 1, ist schon legendär, aber ich kann euch die neue von Vicarious Vision einfach nur ins Herz legen. Das kommt bald für die Switch raus, dann müsst ihr euch es holen, unbedingt. Auf jeden Fall eine der wichtigsten Spielreihe meiner Kindheit. Wer A sagt, muss auch B sagen und so. So war das auch damals. In meiner Kindheit habe ich ganz, ganz, ganz viel Spyro the Dragon gespielt. Und zwar nicht nur den ersten, es war ja auch eine Trilogie von Insomniac. Und das ist einfach sowas von genial, dass jetzt auch davon nochmal eine Trilogie rauskommt. Ich habe damals schon mal ein Video gemacht zu einer Remaster-Trilogie, dass es zu 100% kommt. Das ist eines meiner ersten Videos auf dem Kanal. Und Leute, jetzt haben wir die Bestätigung schon länger bekommen, dass es kommt. Am 21.09. ist es soweit und ich freue mich einfach richtig doll. Das ist eines der größten Spiele, wo ich mich am meisten drauf freue dieses Jahr. Einfach Spyro, die Trilogie nochmal remastered. Der erste war schon genial. Der zweite Riptos Rage oder im europäischen Getaway to Glimmer war noch besser und dann meiner Meinung nach ist der dritte der beste. Viele sagen zwar, die meisten Fans sagen, sind sich einig, dass der zweite der beste ist. Ich finde den dritten aber noch ein Stück besser und zwar The Year of the Dragon. Es ist 2000 rausgekommen im Jahr 2000 und es war auch das 2000 war auch das Jahr des Drachen und deswegen haben sie es einfach so genannt und einfach genial. Das hat so Spaß gemacht. Auch offene Hub-Worlden mit zum Beispiel im dritten muss man Eier sammeln und es ist einfach richtig genial. Es ist wie Mario 64 wirklich aufgebaut. Also Leute, die Mario 64 oder Mario Odyssey mögen, es ist dann naheliegend, dass ihr auch gerne Spyro spielt, weil es ist wirklich so vom Aufbau, ihr habt eine Hub-World, die sich natürlich auch erweitert, ihr fliegt dann nach einem Bosskampf, wie auch bei Mario 64 mit einem Bowser-Kampf, fliegt ihr in eine neue Hub-World, wie bei Mario 64, wo man einen Schlüssel kriegt, ist man auch in der neuen Ebene vom Schloss, dort gibt es wieder neue Welten, genau wie bei Spyro gibt es auch in dem neuen Bereich neue Welten, neue sammelbare Objekte, am Ende gibt es wieder einen Bosskampf, muss halt alle Sachen einsammeln und da ist auch das Gute, bei Spyro war es immer richtig fair, man wurde einfach belohnt, auch für die 100% oder über 100%. Kommt man sogar gehen, indem man alles einsammelt. Man wurde wirklich belohnt, indem man am Ende noch richtig krasse Power-Ups und Secrets. Im zweiten hat man am Ende noch so einen komischen Freizeitvergnügungspark freigeschaltet. Also man wird wirklich belohnt für die 100% und deswegen, wenn die Remaster-Trilogie rauskommt dieses Jahr, müsst ihr sie euch holen, Leute. Und wenn sie für Switch rauskommt, sowieso, da seid ihr ganz weit vorne mit dabei. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsspiel und das ist kein Scheiß, Leute. Mario, natürlich Mario 64, Mario World, Mario Odyssey. Das sind alles bei mir Spiele, die ich liebe vom ganzen Herzen heutzutage, weil sie noch supported werden. Aber das Lieblingsspiel aus meiner Kindheit und was ich heutzutage auch noch mindestens ein, zwei Mal im Jahr durchspiele auf 100% ist Tomba. Und Tomba 2, Leute. Und zwar sind das wirklich Spiele, die sind legendär. Und wenn ihr sie nicht kennt und einen PC habt mit einem Emulator oder eine PS3, PS4, dort könnt ihr sie euch nochmal runterladen. Müsst ihr das unbedingt tun, Leute. Es ist wirklich ein absoluter Geheimtipp von mir, dass ihr diese Spiele spielt. Es ist wirklich legendär. Der erste Teil wurde damals von Whoopi Camp entwickelt und Sony hat das Ganze finanziell unterstützt. Und zwar kam es 97 raus, in Europa erst 98. Und es ist ein wirklich schönes Rollenspiel. Also das kann man wirklich so sagen. Es ist ein Jump-and-Run-Rollenspiel. Es hat Mario-Elemente meiner Meinung nach mit Waffen, aber auch mit Quests und ein bisschen Backtracking mit einer Welt, in der man frei reisen kann, wie man will. Es ist wirklich ein richtig schönes Spiel und der Charakter Tomba sieht ja schon mal sowas von geil aus. Wie so ein Urzeitmensch mit Pickenhaaren. Im ersten Teil wurde sein Armband geklaut von den bösen Schweinen. Das sind dort die Bösewichte und es gibt auch 7 böse Schweine. Das sind die obersten. Die muss man besiegen und am Ende kommt das letzte böse Schwein und die Schweine sammeln halt alle Gold und die haben halt sein Armband geklaut, was er von seinem Opa bekommen hat. Das ist die Story.
Story vom ersten Teil. Im zweiten ist das alles so 2,5D. Ihr seht es ja hier eingeblendet, 2,5D, also schon mit 3D-Polygon in einer 2D-Optik, wo man auch die Winkel vertauschen kann, also Winkel ändern kann und dann auch sozusagen wieder 2D in einem anderen Winkel laufen kann. Mit verschiedenen Waffen, verschiedenen Quests, verschiedenen Secrets, ganz vielen sammelbaren Objekten, auch legendären Bosskämpfen. Und im zweiten ist auch richtig geil die Story, dass seine Freundin entführt wurde, auch von den bösen Schweinleuten. Ich könnte hier noch Stunden drüber reden. Es ist wirklich eines meiner Lieblingsspiele. Es ist mein Lieblingsspiel. Tomba 2 ist mein Lieblingsspiel. Tomba 1 ist mein zweitliebstes Spiel, Leute. Es ist einfach so. Schreibt mal euer Lieblingsspiel in die Kommentare, auch wenn es noch so verrückt ist. Ich wollte einfach mal so ein Herzensding machen, wo ich mal wirklich über meine Kindheitsspiele rede, außerhalb von Nintendo. Natürlich, Nintendo war halt auch immer an meiner Seite, aber ihr wisst es, Leute. Also, es gibt auch natürlich auch andere Spiele fernab von Nintendo. So, ich bin damit raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Schreibt eure Lieblingsspiele in die Kommentare. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.